Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder anders ausgedrückt beschissenen Morgen von der Elbe. Seit heute Nacht ziehen Regenfronten und auch Gewitterfronten über das Tal der Elbe hinweg. Und das bedeutet aktuell für mich, dass ich meine Elbe-Tour leider beenden muss. Anfangs konnte ich sie nicht starten wegen übermäßiger Hitze vor 2 Wochen. Dann, als ich endlich loslegte, hatte ich ohne Ende Gegenwind und das hat mich ja bis zum heutigen Tag erst so Kilometer 103 paddeln lassen. Ja, und ab heute Nacht gibt es radikalen Wetterwechsel in der Region, in Deutschland. Das heißt, es wird mal wieder regnen. Also ich gönne dem Land den Regen, ich gönne dem Fluss den Regen, das ist alles prima, das ist alles okay. Und Regen würde mich jetzt auch nicht stoppen. Aber für die nächsten 3 Tage sind auch immer wieder Gewitterfronten angesagt. Und ja, bei Gewitter auf dem Wasser, beim Gewitter auf einem Fluss, das könnte ungesund werden. Und das lasse ich lieber sein. Das heißt im Klartext, ich boxiere jetzt mein Kanu vom Elbeufer hoch auf den Parkplatz, wo ich heute Nacht gepennt habe, verlade meine Ausrüstung und ziehe weiter. Wohin wird sich zeigen? Ich habe immer noch den Wunsch, die Stadt Magdeburg und das dortige Hundertwasserhaus zu besuchen. Ich vermute, da komme ich auch heute noch hin, aber nicht auf dem Fluss, sondern durch das Flusstal mit dem Auto. Und später wird sich zeigen, ob ich nochmal auf den Fluss gehe oder nicht. Das Schöne ist, dass ich da sehr flexibel handeln und hantieren kann. Bis dann.